Und damit sage ich, hallo Leute, was geht ab? Ich bin heute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Deutschland gegen Brasilien werden wir bei PES spielen. PES ist auch mega gut geworden für dich. Stadion. Signal Iduna Park. Komm, lass Camp Nou spielen. Ja, Neymar gegen Deutschland. Ich muss nochmal auf die Strategie gucken, wen wir alles drin haben. Mario Götze. Ich wechsle für Mario Gomez, weil ich weiß genau, dass er nicht gut ist. Wenn wir da so wechseln. Ja, Draxler auch auf dieser Position nicht gut. Wir werden Sané da einsetzen. Müller. Ja, dann wird auch nicht mega geil. Aber wir spielen so. Kroos auf der hinteren Spitze. Ja. So werden wir spielen. Und los. Gates. Ja, PES hat sich in den letzten Jahren riesig versteigert, ein Riesenschritt zu einem geilen, guten Game. Ich habe gehört, dass bei PES 2018, sie haben in anderen Konsolen das auch so wie auf der PS4 gerade, glaube ich, das so gestaltet. Im Camp Nou. Ja, sieht echt so eine gute Perspektive. Deutschland gegen Brasilien? Anstoß und die Deutschen direkt mit einem Müller. Ja, ich verliere direkt den Ball. Marcelo darf den Einwurf machen. Aufnehmer. Wenn Neymar heute sein Trikot auszieht, kriegt er eine. Nein, Spaß, aber ich mag es nicht, wenn er heute gegen Deutschland das Trikot auszieht. Ah, Pass. Jerome! Jerome, was macht der da? Neuer braucht nichts machen, aber eine riesen Chance für sie. Neuer. Hummels. Hector. Jonas Hector. Auf Leroy Sané. Der mit dem Pass auf Özil. Özil, guter Pass auf Sané. Ja, mit seinem Fehlpass. Und jetzt... Die Brasilianer haben natürlich Neymar, Coutinho und Gabriel Jesus vorne im Sturm. Das ist ja wirklich speziell. Die Mannschaft kann man fast gar nicht schlagen. Aber die Deutschen können es vielleicht in diesem Spiel. Mario Gomez auch nicht mehr so schnell auf Mesut Özil. Der mit dem Pass auf Thomas Müller. Müller bringt nicht die Flanke, bringt die Flanke. Kroos. Ah, eine Chance auf Sané. Ah, der Pass auf Mario Gomez. Misslungen. Und Mario Gomez. Nicht gut gemacht. Marcelo. Neymar. Foul von Joshua Kimmich an den 200 Millionen Mann. Kimmich kriegt gelb. Gomez, Pass auf Özil. Özil zurück auf Gomez. Ah, gegen Marcelo, gegen den Madrilenen. Das ist fast so, als spiele ich in der EM. Also WM meine ich. Neymar kann sich gegen zwei deutsche Nationalspieler durchsetzen. Kann er sich auch gegen Müller durchsetzen? Kann er nicht. Müller grätscht rein. Das gibt keine rote, muss ich sagen. Weil wenn ich jetzt eine rote kriege... Ah, da sieht man auch den Müller. Ja, ich habe immer noch den Müller. Abgefangene Pässe. 3 von Casemiro und 3 von Khedira. Eigentor von Jonas Hector. Der köpft ihn ins eigene Tor. Wie unfair. Ja,
Brasilien für 1:0. Ah, ich muss gleich wechseln. Also, das habe ich doch noch nie gesehen. Neymar? Ach Mann, ich kann irgendwie mit dem Eigentor nichts. Ich kann nicht irgendwie weiterkommen. Draxler. Muss rein. Gucken wir mal, wenn wir so Wichtiges haben. Ich würde gleich, vielleicht wenn wir in der Verlängerung sind, so Götze einwechseln. Ja, Eigentor, das ist ätzend. Das geht gar nicht. Ja. Draxler. Schön gemacht von Özil. Auf Gomez. Der mit dem Pass auf Draxler. Julian Draxler. Gomez und Özil. Mesut Özil. Erste Riesenchance für Deutschland. Kroos macht die Ecke. Auf. Auf wen denn wohl? Auf Julian Draxler. Eingewechselter Spieler. Hätte hier schon fast das Tor gemacht. Bleibt aber misslungen. Die Brasilianer hier mit Pässen. Mit Risikopässen. Und jetzt die Deutschen mit ihren guten Pässen auf Kimmich. Kimmich. Bringt jetzt schon die Flanke auf Mario Gomez. Wow, Alisson macht gegen Gomez einen Riesenfehler. Hätte Gomez schon fast das Tor erzielen können. Alisson, das solltest du nicht nochmal machen. Das sollte man auch nicht machen. Mario Gomez auf Thomas Müller. Der verliert den Ball. Der passt aber zu Kroos. Draxler mit der Flanke auf Jonas Hector und Thomas Müller. Nochmal Müller. Einmal mit dem Kopf und einmal mit dem Schuss. Die Deutschen kommen jetzt zu ihren Chancen in den letzten paar Minuten noch. Fährt Miranda, der an seiner Position viele Fehler macht. Gabriel Jesus und Marcelo. Der bringt die Flanke, Jonas Hector kann die wegköpfen. Und Draxler. Özil, Gomez. Zurück auf Draxler. Und Özil. Abseits-Tor. Warum muss Mesut Özil im Abseits stehen? Es wird immer knapper für die Deutschen. Khedira. Und da ist es. Mesut Özil. 1:1 in der 86. Minute. Özil jetzt mit einem tollen Spiel. Gut gemacht vom Arsenal-Spieler. Und ich muss jetzt wechseln. Ja, ihr habt gehört, ich muss wechseln. Ich wechsle wen aus? Wechsel. Müller macht das gut auf seiner Position. Ich glaube, ich wechsle Özil aus. Ihr werdet jetzt sagen, der hat doch das Tor erzielt. Warum machst du das? Ja, damit Götze auch wieder spielen kann. Ich bin jetzt kein riesen Fan von Götze, aber damit wir jetzt nochmal mehr Schwung in die Verlängerung haben können. Und Brasilien kann, glaube ich, kommen. Aber so auf jeden Fall nicht. Die Deutschen jetzt mit den Chancen. Julian Draxler. Alle gehen nach vorne. Draxler kann nicht mehr rennen. Und Mario Gomez. Nochmal Ecke.
glaube, die letzte Chance und dann gehen wir vielleicht in die Verlängerung. Flank Eckball von Mario Götze und Sami Khedira. Nochmal Sami Khedira, die Deutschen machen das 2-1 in einer Nachspielzeit. Sami Khedira. Matchwinner. Die Deutschen haben mit einem Eckball gewonnen von Mario Götze, der auf Sami Khediras Kopf geht. Der rennt dann nochmal schnell zum Ball und macht den Nachschub. Und da kann er ihn natürlich verwandeln. 2-1 Deutschland. In der Nachspielzeit. Und die Deutschen gewinnen mit dem 2-1. Das war's mit diesem Spiel. 2-1 gegen Brasilien gewonnen. In der Nachspielzeit. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Kann man machen. Ja, und das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Like dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Zeit Gaming, abonniert Nero Gaming, abonniert Killer Rage Gaming TV. Ich meine Rage Gaming. Das war's mit meinem Video und ciao.